3 Grad ungefähr hier in der Werkstatt. Dampfen tut es noch nicht, aber es ist wirklich schweinekalt. Die Heizung, also ich habe mich für ein Heizsystem entschieden, das wird die nächste Woche eintreffen und da gibt es auch ein Video zu. Aber was ist natürlich ganz, ganz wichtig? Frische Luft bzw. saubere Luft. Und ich habe mir jetzt bei Black Friday, also die Black Friday Woche, habe ich mir diesen Luftreiniger gegönnt. Ich habe das Ganze recht günstig geschossen für 120 Euro und das Ganze möchte ich heute mit dir zusammen aufbauen. Richtig, die gibt es auch, oder die Preise, die schwanken so, ne, zwischen 150 bis 180, 220 Euro. Und mir ist halt aufgefallen, dass alle baugleich sind. Dieses Modell hier gibt es auch von der Marke Scheppach und noch von vielen, vielen anderen Marken. Das heißt, es handelt sich genau um dasselbe Gerät, nur das Branding ist anders. Und ja, ich bin darauf zufällig gestoßen, weil ich das halt auf Amazon gesucht habe. Und ich habe kurz überlegt, mir den Scheppach zuzulegen, weil ich halt keinen anderen gefunden hatte. Oh, hier, Kundenrezension, ihre Meinung zählt. Machen wir später. Und hätte ich den jetzt nicht gefunden, hätte ich mir den von Scheppach geholt und schwarz umlackiert, damit das Ganze so ein bisschen hier zur Optik passt von der Halle. Und du kannst so ein Ding auch selber bauen, hatte ich auch überlegt gehabt. Aber ich dachte mir so, nee, ich habe die nächsten Jahre hier wirklich genug zu tun. Und habe riesengroße Projekte vor. Und ja, irgendwann hört es auch mal auf mit selber bauen. Und deswegen habe ich hier zugeschlagen für 120 Euro. Und ich habe mir hier dieses Ding hier noch gegönnt. So ein Schwenkgrill, so eine Feuerschale für, ich weiß nicht, 50, 55 Euro. Finde ich ganz cool, wenn man abends vor der Werkstatt sitzt hier. Man hat ja Holz, hat man hier genug, ne? Und kann so ein paar Bretterchen anzünden und so ein Würstchen grillen. Finde ich eine ganz, ganz tolle Sache. Aber darum geht's heute nicht. Ich baue mit euch das ganze Ding auf und wir schauen da gleich mal rein. Aber vorweg, für diejenigen, die neu sind, folgt uns unbedingt auf Instagram. Steffi und mir, die Links dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Denn Steffi, ihre Ecke ist schon fast fertig. Ihr Werktisch ist auch schon angekommen. Wie, was, Werktisch? Richtig, ihr Werktisch. Also wenn du uns auf Instagram folgst, dann wirst du wahrscheinlich immer so eine Woche voraus up to date sein. So schaut das Ganze dann ausgepackt aus. Und wie ich vermutet habe, hier sind nochmal ein Pack Filter drin, also 2 Stück, die du für das Gerät brauchst. Ein Fein und ein Mikro. Und genau, das Ganze ist von Scheppach, besser gesagt, das ist wahrscheinlich made by China oder irgendwo in China hergestellt. Und du kannst es halt als großer Hersteller, wenn du große Menge abnimmst, kannst du da deinen Stempel drauf drücken und kannst das vertreiben. So, das Set hier liegt, glaube ich, bei 50 Euro und dafür habe ich 120 bezahlt, sprich, ich habe 70, 80 Euro bezahlt. Wirklich ein Schnäppchen. Bedienungsleitung ist auch dabei. Handsender auch. Das war mir ganz, ganz wichtig, dass ich das Ganze steuern kann. Und leider sind da keine Batterien dabei. Schade, ne? So, muss ich mir also gleich besorgen. Aber wir haben anhand oder viel Zubehörmaterial, so kleine Schraubhaken und ja, so Deckenhaken, um das Ganze an der Decke zu befestigen oder an einem Holzbalken. Und ich würde sagen, wir bringen das Ganze jetzt mal gemeinsam an. Ich muss mir jetzt doch eben eine dickere Jacke anziehen, aber mit den kleinen Kettchen hier, die komme ich nicht weit. Ich habe gerade getestet, das ist definitiv zu kurz. Ja, und zum Glück bin ich ja so ein kleiner Sparfuchs. Letztens habe ich nämlich diese Rolle Ketten hier gefunden im Baumarkt für 3,99 Euro runtergesetzt. Nee, ich glaube sogar für 1 Euro, weil das irgendwie so ein Ausverkauf war, ne? Und jetzt kommt mir das natürlich zugute. Habe jetzt oben ein bisschen was angebracht. Und jetzt werden wir mal gemeinsam hochgehen. Und übrigens, das, was ich jetzt mache, nicht nachmachen. Ist nämlich nicht ohne. Wenn ich jetzt runterfalle, dann wisst ihr Bescheid. Vielleicht war das doch keine gute Idee. Oh, Scheiße. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Könnte sogar noch einen kleinen Tick höher, aber sieht ganz gut aus. Ich habe ein paar Verlängerungskabel geholt und zwei Batterien. Upsala. Jetzt verkabel ich das Ganze ja noch ein bisschen. Jetzt machen wir mal kurz den ersten Testlauf auf On. Und ich bin jetzt ziemlich nah mit meinem Mikro an das Gebläse, was rauspustet. Ja, und wir haben jetzt die niedrigste Stufe. Also Low. Dann haben wir Mind oder Mind
und High. So, jetzt kannst du natürlich nochmal einen Timer stellen. Eine Stunde, zwei Stunden, vier Stunden. Machen wir mal eine Stunde. So, das Ganze kann man auch ganz gut von hier unten erkennen. Und wenn ich ehrlich bin, mir geht das wirklich auf den Sack hier. Ne? Es ist so arschkalt, wir haben 2 Grad. Und ja, meine alte kleine Werkstatt, da hatte ich ja so einen Heizkörper irgendwie hinten in der Ecke. Und da wurde sie ganz schnell warm. Ja, und hier ist es halt nicht so, ne? Und alle die, die keine Heizung haben oder so einen kleinen Heizlüfter, Respekt an euch. So, jetzt habe ich ein bisschen gequatscht. Weiß gar nicht, fällt euch das auf? Ich mache den mal aus. Wieder an. Müsst ihr mal sagen, ob ihr es hört oder nicht. Ich werde es wahrscheinlich so machen, wenn ich jetzt fräse oder so, dann mache ich das ganze Ding an. Und jetzt komme ich dazu, warum, weshalb du dir so ein Ding zulegen solltest. Jeder weiß, Holzstaub ist krebserregend. Das heißt jetzt nicht, wenn du es auf den Händen hast oder so, sondern wenn es in der Luft ist, sich in den Atemwege verteilt und deine Lunge absetzt und so weiter und so fort, kann es zu Krebs kommen oder führen oder das Ganze begünstigen. Und so ein Luftfiltersystem, vor allem jetzt für diese Halle hier, man hätte auch vielleicht 2 einbauen können, aber ich denke, einer reicht. Und wenn du jetzt eine kleine Werkstatt hast, beispielsweise ich stehe jetzt hier am Werktisch und schleife, keine Ahnung was, ich schleife irgendwas ohne Absauganlage. Selbst mit Absauganlage gibt es ganz, ganz viele feine Staubpartikel dann in der Luft. Und bei mir ist es ja so, das Volumen hier, die Halle ist ein bisschen größer, verteilt sich das so ein bisschen. Ne? Der Staub setzt sich wirklich überall ab, das weißt du wahrscheinlich. Und wenn du jetzt eine kleinere Halle hast, musst du dir überlegen, der Staub, also das Volumen wird kleiner, das heißt, du stehst da drinnen, bist am Atmen und das heißt, du atmest viel mehr Mist ein, als ich jetzt in einen größeren Raum, weil der Staub sich ja viel, viel mehr verteilen kann. Ne? Das ist so meine Theorie. Und deswegen eignet sich oder solltest du, wenn du eine kleine Werkstatt hast, dir so ein Ding auf jeden Fall zulegen, damit der ganze Schmutz in der Luft eingesaugt wird. Vor allem, wenn du jetzt was schweißt, aber das sollte man grundsätzlich draußen tun an der frischen Luft, wenn du keine richtige Absauganlage hast, denn für Schweißgeräte gibt es das nochmal extra, beziehungsweise richtige Absauganlagen. Also du weißt, was ich meine. Ne? Ich kann dir das ganze Ding nur empfehlen. Ich habe es jetzt bekommen für ja, 120 Euro. Ich werde dir unten in der Videobeschreibung nicht nur dieses Teil verlinken, sondern alle, die ich gefunden habe auf Amazon und Co. Die sind wirklich alle baugleich und du machst da wirklich nichts falsch. Ne? Ob du jetzt den oder den nimmst, ich würde jetzt den günstigsten nehmen und ja und das ganze Ding in der Werkstatt installieren und bei Bedarf dann anmachen. Oder wenn du die Werkstatt verlässt, ne, kurz im Baumarkt fährst, bin ich scharf. Ich hasse das. Ne? Ich bin so froh, wenn ich endlich mal mein Monitor aufbauen kann, dass ich mich selber sehen kann, das ganze Ding ohne Akku betreiben kann, die Kamera, weil das war alles vorher nicht möglich und dann ist es endlich möglich. Ne? Und als Beispiel jetzt, ne? Die Kamera stand hier, Akku war voll, ich komme in die Werkstatt rein, Akku leer. Warum? Ja klar, Minusgrade, ne? Der Akku entlädt sich dann ganz schnell. Genau. Ja, und das ist so mein Fazit von dieser Maschine hier. Ich finde die ganz cool. Tut, was sie soll und ja, jetzt auf jeden Fall. Und ich werde das Ganze natürlich nochmal nach 1 Jahr dann für euch zerlegen und mal anschauen, ob sich das Ganze gelohnt hat, ob da wirklich drinne Schmutz drinne ist. Aber ich glaube schon. Ne? Bis zum nächsten Werkstattvideo oder Video. Ciao.